Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge in der Modding-Reihe. Und heute soll es darum gehen, der Oldmicha hat mal als Kommentar hinterlassen, dass er gerne mal ein Schild hätte, ein Lohnunternehmerschild, aber nichts wie so ein Aufkleber hinten drauf, sondern als, ja, ich sag mal, plastisches Schild. Also, dass man kennt, okay, es soll wirklich auch ein Schild sein, dass man Tiefe hat von dem Ganzen und Schrauben mit dran. Und das Ganze werden wir uns heute für den Agroliner hier erstellen. Dazu brauchen wir Blender. Und dann kriegt er nochmal kurz Zeit, unten auf Abo zu klicken. Und dann legen wir auch schon los. So, wir befinden uns jetzt in Blender. Und das Schild möchte ich hier hinten dann dran haben. Und als erstes gehen wir her und fügen hier oben über Add einen Würfel hinzu. Und den Würfel, den haben wir hier, eine Meter gebe ich dem. Und dann sagen wir G und Y. Dann schieben wir den mal zurück und mit G und Z bringen wir erst einmal hier hoch. Dass wir uns ein bisschen vorstellen können, okay, so und so soll das Ganze aussehen. Jetzt sagen wir gleich, okay, pass auf, du bist jetzt ein, ja, oder machen wir Painted Plastic, dann haben wir das weg, dann vergeben wir den ein Material, und zwar sagen wir einfach Schild Matt. Wie gesagt, Blender habe ich hauptsächlich dazu genutzt, mir meine Lichter an die Traktoren zu bearbeiten. Ja, gibt bestimmt andere Wege oder Möglichkeiten, das zu machen. Aber da bin ich nur nicht so fit, dass ich sage, okay, da könnt ihr jetzt euch besonders viel zeigen. Das funktioniert, glaube ich, noch nicht ganz. Wir skalieren uns jetzt den Würfel noch, und zwar ja, fangen wir mit der Höhe an. Und hier sagen wir, wir möchten einen halben Meter hoch das Ganze haben. Und mit der Tiefe sagen wir 5 mm. Und dann sieht man schon, das Schild verschwindet schon in unserem Anhänger. Und das ziehen wir einfach raus mit GY. Dann kommt es hier aus dem Anhänger raus. Und dann machen wir es einfach mal hier, platzieren wir es hin. Genau. Mit G und X können wir es rüberschieben. Und dann könnten wir jetzt das Ganze noch ein bisschen anpassen, wie wir es wollen. Können wir gleich machen. Das skalieren wir. Moment, gehen wir mit der Maus ein wenig weiter weg. Dann skalieren wir das Ganze etwas zusammen. Und müssen wir sogar noch ein bisschen. Das Problem ist das, jetzt haben wir natürlich die Dicke verändert. Machen wir einmal Scale und X und Scale und Z. Dann kriegen wir es so hin, dann können wir sagen, okay, dann haben wir halt nicht die Maße, die wir wollten. Aber das Schild hat ungefähr die, ja, die Größe, wie es uns passt, so gesehen. Schauen wir nochmal kurz. Okay, ich möchte jetzt nur hergehen und unser Schild hier, unser Schild hier noch etwas rüberschieben. Na, E und X, dass wir es hier so drin haben. Ne? Oh, haben wir doch erst mal so lassen, oder? Hätte ich gesagt. Okay. Das haben wir soweit vergeben. Dann gehen wir her. Und brauchen noch unsere Schrauben. Und die Schrauben, die holen wir uns über Shift und A und sagen, wir wollen einen Zylinder haben. Aber der Zylinder ist ja so etwas groß. Da machen wir erst einmal ein Sechseck draus. Den Radius machen wir 0,008, dass wir 8 mm Radius ungefähr haben und eine Tiefe von 2 cm. Das Ganze schieben wir uns jetzt auch mit G und Y einmal hier hinter.
Und jetzt müssen wir es noch rotieren. Und zwar nehmen wir es als. Das war die falsche Achse, die Y brauchen wir. Ihr könnt es so mit der Maus, wenn ihr einfach draufklickt. Ne, war doch die richtige Achse, ja. Das sehe ich, es ist falsch. Ja. Also, so könnt ihr es, wenn ihr mit der Maus draufklickt, rotieren. Die Richtung ist in dem Fall jetzt egal. Oder ihr geht her, markiert das Ganze, macht 90. Und mit G und Z schieben wir es uns einfach schon mal etwas hoch. Und dann verlieren wir sie. Wissen wir nicht mehr, wo wir sie haben. Hier irgendwo soll sie sein. E und X. Hier haben wir es. Da ziehen wir sie noch hoch. So. Dann schauen wir, dass wir sie hier hinbringen. Gehen wir ein wenig weniger her. Und E und Y schieben sie erst einmal vor, dass wir sie hier so ungefähr dran haben. Jetzt ist es so, wir können sie theoretisch gleich ausrichten. Wenn wir das Schild ein wenig rausziehen, dann sehen wir jetzt schon den Abstand, den wir vom Schild haben. Und hier können wir sie uns herziehen, dass sie etwas im Fahrzeug ist, aber nicht zu weit, weil die Rückwand ist nicht so dick. Denn wenn wir es so irgendwie herschieben, dann könnte es passieren, obwohl da haben wir noch eine Schicht. Ja. Ich würde es jetzt einfach so herschieben. Dann haben wir es ja auf jeden Fall hier im Anhänger drin. Und jetzt brauchen wir noch G und X. Das müssen wir wegen hier rüber schieben. Aber die sagen, können wir es eigentlich so schon lassen, die Schraube. Zur Schraube sagen wir noch, ist ein galvanisiertes Metall. Und jetzt schieben wir uns das Ganze etwas her, zoomen noch ein bisschen hin. Man kann auch hergehen und auf dem Numpad, wo haben wir es denn? Halt 1, Steuerung 1, jetzt sehen wir von hinten. Und dann sehen wir das nämlich hinten drauf. Die Anzeige stellt sich auf orthografisch um. Das heißt, wir haben hier dann keine optischen Verzerrungen mehr. Und jetzt haben wir noch hier. Du bist jetzt Schraube matt. Was haben wir jetzt dran stehen? Schraube matt. Man sieht schon, es ist etwas chaotischer wie normal. Hier haben wir Schild matt, hier haben wir Schraube matt. Die können wir jetzt im GE duplizieren. Ich würde sagen, wir lassen sie jetzt so, nehmen es mit einer Schraube und duplizieren es uns im GE. Dann kann man es nämlich für andere Sachen kann man es dann auch noch verwenden. Ich stelle jetzt hier bloß einmal die Farbe etwas um. Können wir machen, oder ja, machen wir es hier mit Shift und D. Da machen wir dann Rechtsklick und mit G und Z schieben wir sie uns runter, dass wir hier dann ungefähr den gleichen Abstand haben. Dann markiere ich beide mit Shift, Steuerung J. Dann haben wir jetzt hier eben einen Zylinder oder ein Objekt so gesehen. Shift D, duplizieren wir uns das Ganze und mit E und X verschieben wir es uns dann hier rüber, dass wir es hier auf der rechten Seite auch haben. Wenn man jetzt das Schild am Meter breit einen halben Meter hoch macht, dann könnte man genau ausmitteln, dass wir überall gleich in die Ecken sind. Aber upsala, ich denke, optisch sind wir hier schon beim Ergebnis, dass wir sagen können, okay, das passt. Gehen wir hier nochmal her. So haben wir es dran. Und jetzt, da möchte ich noch sagen, man könnte jetzt die Oberfläche von unserem Würfel, den wir haben, den könnten wir jetzt die Oberfläche wegnehmen und separat machen als Aufkleber. Ich möchte jetzt aber hergehen und möchte sagen, okay, ja,
Wir erstellen uns dazu eine Plane bzw. eine Fläche und die Fläche kriegt jetzt auch erstmal 1 Meter und dann gehen wir her, müssen das Ganze nochmal rotieren und zwar auf der X-Achse und können sie uns also mit R und X kann man sie nur um die X-Achse drehen und dann sehen wir hier wieder, wenn wir hier drauf gehen, okay, hier hat sich es verändert und wir nehmen dann einfach minus 90 und dann haben wir hier unseren gedrehten Aufkleber. Jetzt schieben wir uns den noch ein wenig zurück. Das Problem ist jetzt nur, dass wir ja die Maße nicht hundertprozentig haben. Den müssen wir noch ein wenig rausziehen. So. Jetzt sollten wir das noch etwas skalieren. Das machen wir am besten auch wieder mit der Heckansicht. Im Cube, da haben wir jetzt nur die Location, die Scale 607. Geben wir hier auch mal ein 0607. Und dann Y als GX. Schieben wir das einmal darüber. Und dann nehmen wir noch die Größe. 0,5 brauchen wir nicht. Auf der Z sind wir bei 362. Dann gehen wir hierher 0,362. Was haben wir jetzt gemacht? Irgendwie, ja. Passt da schon wieder was nicht. Moment. Oh nein. Halt. Wir haben unseren Plane. Die sollte sich jetzt doch hier auf. Okay, bin jetzt überfragt. Das kann ich euch jetzt nicht wirklich erklären, warum sich das jetzt da nicht so skalieren lässt. Hat ja gerade in der Breite auch funktioniert. Aber da dazu müssen wir jetzt hergehen und müssen das Ganze mit GY da. Ich muss noch ein wenig vor, dass man es in das Schild reinkriegen und dann können wir nämlich hier mit tun wir noch ein bisschen ran. Nein. Ihr seht schon, mich bringt das alles noch hier zum Ausflippen. GX, schieben wir es uns jetzt so hin, dass es links und rechts einigermaßen passt. Scale und Z machen wir es jetzt ungefähr so. GZ schieben wir es ein wenig hoch. Und dann haben wir hier unser Schild. Und mit G und Y können wir es wieder vorschieben. Und jetzt, wenn wir nicht so weit reinzoomen, Y schieben wir noch ein bisschen zurück. Und so sieht es doch relativ schick aus. Das Ganze hätten wir uns jetzt sparen können, wenn wir einfach nur die vordere Fläche von unserem Cube genommen hätten. Hätten den ausgeschnitten, also über P separiert. Aber wir machen es jetzt so. Und mit Steuerung 1 gehen wir jetzt her und erstellen uns hier noch unsere Diffuse und auf UV Editing
Sagen wir jetzt wieder Steuerung 1. Aus dem Grund, wenn wir jetzt auf U gehen und sagen, okay, machen wir eine. Ach, jetzt macht das sogar. Okay. Dann sollten wir das Ganze so haben. Das sollte passen. Testen wir nochmal. Gehen wir mal her, was er hier macht. Macht das wieder anders. Und from View, so passt mir das Seitenverhältnis. Also über U. Project from View. Kriegen wir ja, so die Draufsicht. Und jetzt haben wir keine Verzerrung. Deswegen sieht es so eigentlich ganz gut aus. Machen wir noch ein wenig größer und positionieren es uns irgendwie so hin. Und über UV und Export können wir uns dann, ja, lassen wir mal als Plain PNG. Wie gesagt, das könnt ihr euch ja dann benennen, wie ihr wollt. Jetzt öffnen wir die Plain PNG mit Photoshop. So. Und hier ist es jetzt so. Das kennt ihr ja schon. Wir ziehen uns einmal ein Logo rüber. So. Und ja, das Logo müssen wir ein bisschen kleiner machen. Packen wir einfach hier hin. Okay. Und damit es ein wenig hübscher aussieht, kriegt es noch einen Schlagschatten drumherum. Und dann nehmen wir einfach jetzt einmal nehmen wir einfach einen Screenshot und gut ist. Den ziehen wir noch hier hoch, packen jetzt die eine Ebene hier hin. Das sind dann die Spielereien, das müsst ihr euch dann einmal ausprobieren, je nachdem was für Programm das ihr bei euch verwendet. Aber das kriegt ihr schon hin. So, halt, unser Logo sollte man vielleicht sehen. Dann gehen wir auf Speichern unter, auf dem Computer als DDS. Und dann lassen wir es einfach als Plain DDS speichern und gut ist. So. Ja, weil wird ja vorher nicht gespeichert. Wir speichern es jetzt nicht als Anhänger, sondern wir speichern es als LU-Schild. LU-Schild. Lass sie komisch lesen. So. Natürlich gehen wir nachher, hätten wir fast schon wieder vergessen, und löschen unseren Anhänger raus. Dann schauen wir ja den Anhänger wieder in unserem i3D, in unserer i3D mit drin. Und das wollen wir nicht. Jetzt exportieren wir das Ganze als i3D, LU-Schild i3D. Und jetzt meckert er wieder. Denn, was haben wir noch nicht? Die Plane hat, glaube ich, kein Material gekriegt. Machen wir mal. Ah, nee, das nehmen wir einfach Dekelmatt. Okay, jetzt schauen wir noch. So, der Zylinder wird jetzt Material verschmissen. Ne, der hat es behalten. Wieso haben wir jetzt so zweimal Zylinder? Ah! Ui. Genau, die müssen wir noch zusammenfügen. Das wäre vielleicht ganz. Nein, von hier bis hier. Möchte jetzt nicht. Ja. Ihr merkt es schon. Ihr merkt es. So, jetzt haben wir eins draus gemacht. Den nehmen wir dann gleich als Schraube. Und die Schraube hat die Schraube matt. So. Unseren Cube haben wir, der hat das Schild matt, und die Plane haben wir, die hat die Dekel matt. So. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das so einigermaßen rüberbringen. Jetzt gehen wir nur nochmal her und speichern das Ganze und gehen dann auf Export i3D. Und dann exportiert er uns das Ganze. Und das öffnen wir jetzt einfach mal direkt hier drin. Und zwar importieren wir uns das. Zack. Dann haben wir es hier. Und das sollte soweit noch passen. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist noch. Wir wollen ja keinen Spiegel. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das hier reinschieben.
Hier habe ich nämlich, damit ich es nicht vergesse, eine Transform Group erstellt, damit wir die Sachen hier reinkriegen. So. Und warum möchte ich sie hier drin haben? Ganz einfach, hier ist nämlich das Titelaufgang. Und die Klappe öffnet sich ja. Dann schreibt man wieder ein Schild, das dann durch magische Zauberhand verschwindet. Und das wollen wir nicht. So. Das war jetzt falsch. Wir geben jetzt dem Cube. Muss ich selber gucken. Das war das Falsche. Die Plane verstecken wir jetzt mal. Dem Cube sagen wir jetzt noch hier. So, du bist einfach schwarz. Und unsere Plane sagen wir jetzt, Kollege, pass auf. Ich habe hier den Mod-Ordner im Prinzip vom Anhänger. Und da haben wir den Data-Ordner drin. Und da soll man natürlich unsere Plane reinschieben, die wir haben. Dann schieben wir den wieder mal auf die Seite. Da brauchen wir es. Und zwar, zack, Fuhrpark. Okay. Und hier haben wir es mit drin. Und das stellen wir wieder runter. Und dann haben wir hier unser Lohnunternehmerschild drauf. Jetzt müssen wir nachher gehen und müssen das Ganze ein bisschen ausrichten. Deswegen habe ich die Transform Group genommen. Also müssen wir alle Teile einzeln rüberziehen. Und dazu gehen wir einfach her, schieben die ein bisschen so rüber. Und jetzt gehen wir noch hoch und schauen, dass wir ein bisschen einen Einblick kriegen. Dass wir das Ganze, ja, die verschwinden schon. Also so würde ich sagen, können wir das Schild an und für sich doch erstmal dran lassen. Ups, das war einmal zu viel. Jetzt gehen wir mal hier auf Selected aus. Die Schrauben machen wir auch noch hier runter. Dann haben wir nämlich die grauen Schrauben. Und ja, so wird es erst einmal lassen, das Ganze. Wir speichern es. Und packen das Ganze zusammen als Mod. Und dann sollte ich irgendwo meinen Mods-Ordner haben. Und da ziehen wir uns die Datei mit rein. Und dann würde ich sagen, schauen wir es uns doch im Spiel an. So, im Spiel zurück. Schauen wir in den Shop. Anhänger. Und hier hinten haben wir. Und glücklicherweise ist auch unser Schild drauf. Nee, war ja klar. Ja. Wissen wir ja, müssen wir nicht unbedingt in die XML eintragen. Man kann es jetzt in die XML eintragen, könnte es konfigurierbar machen. Aber wir kaufen jetzt den mal so, wie er ist. Und dann springen wir hier einmal rein. Und koppeln das Ganze an. Halt mal. Ui. Da fährt er schon wieder Sachen zusammen. Ist mit den ganzen Mods, weiß ich schon gar nicht mehr, wie aktiviert haben. Den machen wir mal aus und dann sehen wir von hinten schon. Hier haben wir unser Schildchen drauf. Ja, das Ergebnis. Schauen wir es uns so nochmal an. Muss ich zugeben, bin ich eigentlich soweit ganz zufrieden damit. Man sieht jetzt unten, also näher können wir jetzt gar nicht hin. Man sieht jetzt, dass die Schrauben mit dran sind. Man sieht, man hat eine Dicke von dem Schild. Und so, ja, wird es mir fallen. Jetzt können wir noch eins probieren. Schauen wir mal, ich habe mich hier auch noch nicht so ganz eingearbeitet. Machen wir das hier. Nicht neu laden, wo können wir es denn hier beladen? Nicht Verschleißmenge. Nicht auf den Boden kippen, sondern Fahrzeug auch nicht. Silo. Eieiei. Hätte man vorher das Ganze mal angucken sollen, ne? Muss da hier wo mit drin sein?
War das hier nicht mit hinzufügen? Ah doch, da steht's doch, ja. So. Und wenn wir jetzt die Plane aufmachen, sehen wir, wir haben's. Und wenn wir es jetzt hier auf dem Boden abkippen, Abkippseite hinten. Ja, ja, aber wir brauchen es. Doch, hinten brauchen wir. Früher habe ich es immer hier auf meinem Schalter gehabt. Ah, fahren wir halt schnell zum Silo hoch. Obwohl mit Steuerung I, was so? Nein, wir haben wieder keinen Zugriff aufs Land. Moment. Ich düse. Hier können wir es auch nicht abgeben. Wir könnten aber das Land gleich kaufen. Ne? Ja, jetzt fahren wir schnell mit zum Hof. Auf jeden Fall sehen wir dann. Es bleibt so weit hinten drauf. Genau, auch wenn, wenn der Hänger federt, passiert nichts. Und dann kippen wir das doch einfach da ins Silo rein. Ups. Da haben wir noch gar nichts gekauft. Ui. Zum Schluss noch an die Vorbereitung gescheitert. Katastrophe. So. Und jetzt gucken wir mal. Es bewegt sich mit. Ich werde verrückt. Ich würde sagen, Schild halbwegs erfolgreich erstellt. Wie gesagt, ihr müsst es entschuldigen, wenn es an manche Punkte ein bisschen chaotisch ist. Aber das Ergebnis zählt, oder? Ihr könnt ja durchklicken oder nochmal zurückspulen, wenn etwas durcheinander war. Aber so vom Ergebnis hoffe ich, hast du es dir vorgestellt. Und ich habe es mir so vorgestellt oder so ähnlich. Ja, nee, eigentlich schon so. Und deswegen belassen wir es dabei. Wem es nicht zu chaotisch war, der darf mir jetzt zum Schluss dann noch ein Abo geben. Als nächstes denke ich, wollen wir mal mit dem Licht weitermachen. Da waren ja auch noch Winchi da. Und dann gehen wir auf die Lichter ein. Mit dem Thema Deacles sind wir dann soweit eigentlich durch. Oder vorerst durch. Denn wir können es ja jetzt auf die unterschiedlichen Flächen aufbringen. Hier nochmal der Deutz. Das solltet ihr soweit mit den Kenntnissen jetzt auch alles hinbringen. Okay, ich bedanke mich nochmal fürs Reinschauen und hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.